Sie hatten so lange geübt, unsere Jungen und Mädchen, in der Mädchenchorende und im Knabenchor, und hatten sich sehr auf das Konzert gefreut. Und nun doch wieder Corona, das Konzert abgesagt. Das ist schon eine große Enttäuschung. Aber ganz ausfallen lassen wollten die Kinder es nicht und wir nicht. Und deswegen jetzt wenigstens auf digitalem Wege kommt das Konzert zu Ihnen. Und jauchzet, frohlocket, wir brauchen doch diese Botschaft, gerade da, wo uns mal wieder etwas der Mut zu sinken droht. Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. Es ist doch gerade jetzt auch wieder nötig, dass wir uns aufmuntern lassen, dass wir Mut gewinnen und mit einem wunderbaren Weihnachtsfest hoffentlich in den Familien, in den Kirchen, dann auch ins neue Jahr gehen, um mit diesem Coronavirus irgendwann fertig zu werden. In dem Sinne wünsche ich Ihnen mit den wunderbaren Tönen des Weihnachtsoratoriums ein schönes Konzert und Gottes Segen zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr.
Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für, in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und alle deine Freuden. Krippen schlafen.
großer Herr, o starker König, liebster Heiland, o wie willig, achtest du der Erden Pracht, der Erden Pracht. Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, o wie willig, achtest du der Erden Pracht, liebster Heiland. Großer Herr, o starker König, o wie wenig achtest du der Erden Pracht. Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, o wie wenig achtest du der Erden Kraft, der Erden Kraft. Engel erreichten sie Maria und Josef und das Kind. Fröhliche Weihnachten sagten sie nicht. Aber alles, was sie erlebt hatten, erzählten sie den staunenden Leuten und redeten mit Engelszungen. Ositum in presentium.
O Menschenkind, halte treulich Schritt. Die Könige wandern, o wandere mit. Der Stern des Friedens, der Gnadestern, erhelle dein Ziel, wenn du suchest den Herrn. Und fehlen dir Weihrauch, Myrrhen und Gold, schenke dein Herz dem Knäblein hold. Thank you.
Meine lieben Freundinnen und Freunde des Reiterknabenchores und der Reitermädchenchorende, das war also unser Weihnachtskonzert im Jahr 2021. Zum zweiten Mal leider nicht live, sondern nur als Aufzeichnung. Denn wegen der Corona-Pandemie durfte es wiederum nicht mit Publikum stattfinden. Trotzdem hoffen wir, Ihnen ein wenig Weihnachtsglanz in diese dunkle Zeit gebracht zu haben. Und dann war da noch etwas. Viele Jahre hat unsere Kantorei in der Hauptkirche die Kirchenmusik in Reit geprägt. Der Reiterknabenchor und die Reitermädchenchorende wurden gegründet und wir haben miteinander wunderschöne Fahrten, Konzerte und auch Proben miteinander erlebt. Die Orchestermusikerinnen und Musiker unserer Stadt, tolle Solisten, haben uns dabei unterstützt. Für mich war das eine ganz wunderschöne Zeit. Aber jede Zeit geht einmal zu Ende und somit war das heute unser letztes Konzert unter meiner Leitung als Kantor hier in der Gemeinde. Ich freue mich auf den Ruhestand und deswegen gehe ich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Das weinende Auge, weil ich euch alle eigentlich total lieb gewonnen habe. Das lachende Auge ist, dass es trotzdem weitergeht und vielleicht noch viel besser als bis jetzt. Denn mein Nachfolger Pascal Salzmann, der war heute schon im Orchester kräftig dabei. Er hat in die Klaviertasten und die Orgeltasten gehauen und ihm überlasse ich gern den weiteren Weg unserer Chöre. Und jetzt kommt eine Überraschung, die mit niemandem abgestimmt ist. Ich übergebe jetzt meinen Taktstock meinem Kollegen und das finde ich ist ein guter Grund, dass er jetzt das Schlusslied O du Fröhliche dirigiert und mit uns einander anstimmt und ich gehe dafür ans kleine Örgelchen.